Herzlich willkommen beim Interviewprojekt Mannheim Tour 2010. Heute empfängt uns Milene Hetterich in Friedrichsfeld. Hallo, ich bin Milene. Ich bin 19 Jahre alt, bin Schülerin des Lieselotte-Gymnasiums und komme aus Friedrichsfeld. Reiten ist für mich Freiheit, weil wenn ich mit meinem Pferd rausgehe und ich gebe einen Stoppelacker und galoppiere in vollem Tempo und dann braust mir der Wind um die Ohren und die Landschaft außenrum und ich bin ganz allein nur für mich und bin eine Einheit mit dem Pferd, das ist einfach unbeschreiblich, das ist so ein schönes Gefühl. Und auf der anderen Seite kann man halt auch sehr exakt reiten, Dressur und diszipliniert oder springen, da kann man so viel mitmachen und man ist so nah an dem Pferd dran, das macht einfach so viel Spaß. Und es ist was ganz anderes, als man normalerweise macht, weil man nicht mit Worten kommuniziert, sondern mit Körperhaltung. Nach dem Abitur werde ich erstmal nach Irland gehen, eine Woche oder so, und Wanderreiten und mal entspannen, keine Menschen sehen und ruhig sein. Und danach werde ich anfangen zu studieren, Kultur und Wirtschaft, vielleicht in Mannheim, ich weiß es noch nicht, mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich wegziehen will, weil in Mannheim sind halt alle meine Freunde und da kenne ich mich so gut aus und Mannheim ist halt sehr schön. Und auch zum Studienangebot ist es super für Wirtschaft. Und in einer anderen Stadt müsste ich halt erstmal Leute kennenlernen und andere Unis sind nicht so gut wie die in Mannheim. Also an Friedrichsfeld finde ich gut, dass direkt nebendran der Wald ist und die Felder und halt richtig schön Natur und auch der Reithof. Und dass man aber auf der anderen Seite die S-Bahn hat, wo man echt in 10 Minuten in der Stadt ist, das ist total toll. Das Problem ist eigentlich die Busanbindung, weil die ist so schlecht nach Seckenheim, also das geht gar nicht. Und ich finde es halt auch schön, dass es nicht so groß ist, sondern dass man auch Platz hat und dass nicht so viele Menschen so dicht aneinander wohnen, sondern dass auch ein bisschen Freiheit da ist. Also ich finde Mannheim eigentlich gar nicht so schlecht, weil es gibt halt viele Sachen, wo man weggehen kann und Kinos, Bars, Discos, da gibt es eigentlich jede Menge. Und von der Kultur her, ich finde es auch ganz gut, so das Nationaltheater finde ich schön. Und ja, also ich finde es gut für junge Leute. Es gibt viele Schulen, eine Universität ist echt perfekt. Also ich finde es halt krass, wie arg die breite Straße gegenüber der Planken abfällt, dass man da echt um die Ecke biegt und auf einmal ist es eine ganz andere Stadt. Das sollte man vielleicht ein bisschen verändern. Und auch hinten an der alten Feuerwache, da sollte man vielleicht ein bisschen mehr Geld reinstecken. Und was man auch noch verändern könnte, sind nachts die Bahnfahrzeiten, weil da fahren 2 Stunden einfach lang nichts und man kommt überhaupt nicht heim. Das ist halt nicht gut für junge Leute, die abends weggehen. Aber ansonsten, ja, ist eigentlich ganz okay. Also ich spreche eigentlich fast kein Dialekt, weil mein Papa ist Schwabe und meine Mama ist Pfälzerin. Und dann die haben beide sich den Dialekt abgewöhnt und sprechen Hochdeutsch. Und in Mannheim spricht man ja auch Dialekt, aber jetzt in Friedrichsfeld nicht so arg. Und ich kann auch Mannheimerisch, aber meistens spreche ich Hochdeutsch. Aber wenn ich dann mit Mannheimern unterwegs bin, dann fange ich auch an, Mannheimerisch zu reden. Aber ich kann auch ein bisschen Schwäbisch und Pfälzisch. Also ich reite seit 10 Jahren, immer hier auf dem Reiterhof. Und ich habe natürlich Reitstunden und sonntags darf ich mein Pferd alleine reiten und dann gehe ich dann meistens ausreiten. Und mittwochs ist immer die Zwergengruppe für die ganz Kleinen. Da helfe ich dann und mache mit den Sachen auf dem Pferd, dass die sich bewegen lernen und keine Angst haben zu reiten. Oder gehe mit denen ausreiten und die können schon voll gut reiten, obwohl die total klein sind. Das ist total cool. Und im Sommer ist hier immer eine Woche lang so Ferienbetreuung. Und da helfe ich dann und wir übernachten hier, also eine Nacht und wir machen eine Nachtwanderung. Und da ist immer was los und es ist cool.